Die Zeit der Hauptversammlungen steht bevor und damit auch die Dividendensaison, Volker Meindl, denn normalerweise werden die Dividenden ja immer am Tag nach der Hauptversammlung gezahlt. Wann geht's denn los und wer sind die Ersten? Ja, es ging vor ein paar Tagen schon los mit der Dividendenausschüttung, mit den Hauptversammlungen, das ist ja die Kombination. Und es geht weiter in den nächsten Wochen, das zieht sich dann bis Ende Mai, Anfang Juni, da kommen dann die meisten. Dividenden können da hoch oder niedrig sein. Wer zahlt denn besonders hohe Dividenden? Ja, insgesamt kann man sagen, die Ausschüttung ist immerhin um 1,6 Milliarden gestiegen. Wir reden über 55 Milliarden Euro bei den 40 DAX-Firmen. Und allein 26 dieser 40 Firmen haben eine Erhöhung in diesem Jahr, also für das Geschäftsjahr 23. Und die größten Ausschütter sind fast traditionell, und so wird es auch in diesem Jahr sein, die Automobilfirmen, also allen voran Mercedes, aber auch BMW. Und die stehen, was die Dividendenrendite betrifft, damit 7-8% schon sehr, sehr hoch. Aber auch eine Allianz oder auch eine Münchner Rück schüttet kräftig aus. Macht es denn Sinn, sich gezielt vor der Hauptversammlung dividendenstarke Aktien ins Depot zu legen, weil die am Tag nach der Hauptversammlung die Dividende kommt? Das wäre schön, ja, wäre schön einfach. Ich kaufe mir die, weil ich weiß, morgen schütten sie 10 Euro aus. Nein, so ist es nicht. Denn diese 10 Euro, um beim Beispiel zu bleiben, werden dann beim Aktienkurs reduziert am Tag 1 nach der Hauptversammlung. Wem ist denn unter Umständen eine geringere Dividende zu erwarten oder vielleicht sogar gar keine? Ja, geringer ist beispielsweise Bayer, ist ja durch die Medien auch gegangen. Hier hat man noch zuletzt, ich glaube, über 2 Euro bezahlt und der ist runtergegangen auf 11 Cent, ein Minimum, das man noch zahlt. Wir kennen die Probleme, die es bei Bayer dazu führte. Aber es gibt auch, ich glaube, 4 oder 5 DAX-Firmen, die 0 Euro zahlen, also keine Dividendenausschüttung vornehmen. Woran liegt das? Ja, das kann zum einen daran liegen, dass das Geschäft eben nicht so gut lief im letzten Jahr und man deshalb auch sagt, ich habe kein Geld, um das auszuschütten. Das kann aber auch theoretisch strategische Gründe sein, was viele zum Beispiel junge Unternehmen, wenn wir jetzt in Technologieunternehmen, die sagen, ich investiere das Geld lieber in mein aktuell laufendes Geschäft und schütte das nicht gleich wieder aus an meine Aktionäre. Nun haben Sie ja gesagt, wenn die Dividende ausgezahlt wird, dann reduziert sich der Aktienkurs in der Regel um die Höhe dieser Dividende. Das Geld ist ja quasi auch weg, also ist es irgendwie logisch. In der Summe habe ich das Gleiche wie vorher, nur entsprechend muss der Aktienkurs natürlich geringer sein. Bei Zertifikaten ist es ja so, dass die sich immer auf Aktien beziehen. Was passiert denn dann mit den Zertifikaten in dem Fall? Also grundsätzlich ist wichtig, dass egal welches Zertifikat Sie haben, Sie keine Dividende bekommen. Das ist ein Nachteil, allerdings wird die Dividende ja mit einkalkuliert in den Preis des Produktes. Und man kann grob, wenn wir jetzt das Universum von Optionsscheinen und Zertifikaten nehmen, unterscheiden zwischen Produkten, die eine Laufzeit haben und von denen, die keine Laufzeit haben, also Endlosprodukte wie zum Beispiel Knockout-Zertifikate. Bei denen mit Laufzeit ist das mit einberechnet, die Dividende. Man weiß schon oder man hat eine kalkulierte Dividende und rechnet die in den Preis mit ein für dieses Jahr, beispielsweise der Laufzeit, ein Jahr. Mhm. Bei den anderen weiß ich also nicht, wie lange das Produkt läuft. Das ist ja ein Endlosprodukt und da wird an Tag X um die Nettodividende wird der Basispreis bzw. dann die Knockout-Schwelle reduziert. Das heißt also, Zertifikateanleger bekommen die Dividende nicht, jedenfalls nicht direkt. Sind die dann nicht irgendwie beteiligt gegenüber demjenigen, der direkt in die Aktie investiert? Nee, das ist genau der Punkt. Die Dividende geht an den Emittenten und damit wird das finanziert. Es gibt zum Beispiel, nehmen wir ein Discount-Zertifikat, das man kann als Faustformel sagen, je höher die Dividende des Unternehmens, auf das sich das Discount-Zertifikat bezieht, desto attraktiver die Konditionen des Discount-Zertifikats, also desto höher der Discount auf eine Aktie die Dividende. So kann man sich theoretisch auch sein Discount-Zertifikat raussuchen. Also je höher Dividende, desto attraktiver sind dann die Konditionen. Ja. Wird dann die Dividende in voller Höhe für die Konditionen berücksichtigt oder liegt das mehr oder weniger im Ermessen des Emittenten und führt am Ende nur ein gesunder Wettbewerb dazu, dass die Dividende auch komplett eingerechnet wird? Nee, die Dividende wird berücksichtigt und bei den Knockout, bei den Endlos, wird es um die Nettodividende reduziert. Das ist ungefähr so 15%, die man quasi dann abziehen muss von der Bruttodividende.
Ja, das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war jetzt, ob die Dividende, die ja ein Direktanleger direkt bekommt, beim Zertifikat, aber beim Anlagezertifikat eingerechnet wird für die Konditionen, also quasi genutzt wird. Ja. Da kann ich ja als Anleger nicht wirklich nachverfolgen, ob dann auch wirklich die komplette Dividende berücksichtigt wird für die Konditionen beim Anlagezertifikat. Muss ich da letztendlich nur auf einen funktionierenden Wettbewerb vertrauen? Ja, das zum Beispiel. Sie können auch beim Emittenten nachfragen oder das können Sie sich theoretisch auch selbst ausrechnen, dass die Dividende, die ist dann bei jedem, in der Regel bei jedem Emittenten dann auch gleich, wie sie auch berechnet ist. Man kann natürlich sagen, wenn ich ein Produkt habe mit 2 Jahre Laufzeit, dann kann sein, dass der eine Emittent für die Aktie XY die Dividende einkalkuliert, für 2 Jahre immerhin, also ich muss voraussehen, und der andere die Dividende. Das heißt, hier gibt es natürlich unterschiedliche Erwartungshaltungen, die sich in der Regel angleichen, aber da kann es eben Unterschiede geben. Da ist ja auch ein kleines Risiko für den Emittenten drin, würde ich sagen, denn Sie müssen ja vorher eine erwartete Dividende in die Konditionen einrechnen, aber es kann ja auch ganz anders kommen, die Dividende dann doch ausfallen. Absolut. Was ist das? Das ist eben das Risiko, was man als Emittent dann eingeht und das Risiko liegt dann beim Emittenten. Ja, also das ist dann in dem Sinne ein Vorteil für den Anleger, dass er über die verbesserten Konditionen die Dividende im Grunde schon vorher nutzen kann, auch wenn sie noch gar nicht ausgezahlt wird. Je nachdem, wie die Dividende dann ausfällt, ob sie höher oder niedriger dann ist als kalkuliert. Ja, da ist es dann, wenn sie höher wäre, wieder ein Risiko für den Anleger. Gut, aber es gibt ja auch noch andere Gründe, warum man nicht direkt investiert, sondern ein Anlagezertifikat kauft. Aber das sollte man eben wissen, dass die Dividende eben nicht ausgezahlt wird, sondern eingerechnet wird. Volker Meindl, vielen Dank für das Gespräch und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.